Es ist das Jahr 2289 und wir haben The Shroud entdeckt oder quasi die unendlichen Möglichkeiten in unserem Mind, in den ja, telepathischen Wegen des Universums. Und das dürfte uns noch viel stärker machen, als wir eh schon sind. Wir sind ja schon mit Abstand eine der erfolgreichsten und stärksten Reiche im Weltraum. Was mich auch nicht wirklich wundert, um ehrlich zu sein. Denn wenn wir alle miteinander ein bisschen ehrlich sind, wussten wir von Anfang an, dass es so enden wird, dass die Krabbenspezies herrschen wird. Also kommt es nicht wirklich überraschend. Und damit herzlich willkommen zurück zu ich meinte Stellaris, nicht Imperatorome. Komisch, eigentlich, ich habe das Spiel in der letzten Woche gar nicht gespielt. Interessant, dass ich jetzt auf Imperatorome komme. Wir müssen auf alle Fälle weiter upgraden und bauen. Wir haben, ja, es läuft eigentlich relativ gut. Wüsste jetzt auch gerade groß gar nicht, was wir bauen sollen. Vielleicht ein House of Prayer? Ist doch immer schön, wenn die Untertanen was zum Beten haben. In dem House of Prayer sind natürlich Statuen von mir, vom einzig wahren Krabbenführer, vom Entdecker des Universums, vom Unterwerfer der Welten. Und die sind auch alle relativ happy. Ich weiß nicht genau, warum die sich weigern aktuell. Das ist gut, Ministry of Culture. Auch wenn ich eigentlich ein unkultureller Bubi bin, aber warum nicht? Planetary Shield Generator muss nicht sein. Das sieht eigentlich auch alles ganz gut aus. Ich weiß noch nicht, warum die KI aktuell nichts baut. Job Base Product. Ah, Research Labs. Komm, wir gehen ein bisschen auf Research Labs. Ein bisschen Forschung. Hier haben wir gar nichts. Das ist aktuell alles sehr unentspannt. Ja. Holo Theaters. Das sind quasi Kinos. Ach Gott. Ey, bauen die überhaupt noch irgendwas oder haben die alle gekündigt? Man würde mich nicht wundern, wenn die alle gekündigt hätten. Ich würde ja auch kündigen bei mir, wenn ich bei mir arbeiten würde. Aber davon abgesehen ist es schon etwas komisch. Mineral Purifications. Auch hier Research. Komm, wir machen jetzt einfach mal über Research Labs. Ist mir jetzt wurscht. Habe ich überhaupt noch Bevölkerung? Ja. Gut, Research Labs. Machen wir überall Forschung. Auch hier ein wunderbares Research Labs sind wunderbar. So. Oh, ein weiterer Ascension Perk. Dauert 15 Monate. Mach mal gerne. So. Und wir sind natürlich auch immer noch im Krieg mit der Alliance of Star Nations. Die haben natürlich nicht den Hauch einer Chance gegen uns. Wobei sie unsere Flotte dann doch auch einmal ganz gut, naja, demoliert haben. Und zwar ist bei REM-1, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Die müssen auch aufgefüllt werden. Nee, warte mal. Warum sind die so schwach? Die haben auch nochmal auf die Nase bekommen, glaube ich, irgendwann mal. Und da ist die Flotte von den. Hat sich da unten stationiert, die sollte aber kein großes Problem sein. Die Rush-Flotte, die hat hier unten gegen Piraten gekämpft, das weiß ich noch. Und ich hatte ja gehofft, dass sie irgendwann mal Gateway-Technologie erforschen können. Das war jetzt eigentlich mein anderes Ziel. So, preparing to ship upgrades. Das ist auch interessant. Wo tun die denn die Schiffe upgraden? Es geht scheinbar jetzt wirklich in jeder Raumstation. Früher war das anders. Früher konnte man das nur in speziellen Häfen machen. Aber dass es jetzt wirklich in jeder Raumstation geht, ist schon etwas überraschend auch tatsächlich. Wo ist er denn aktuell? Oh. Interdimensional Trade Increase. The Mirror Dimension Krabbenreich reports that their economy is booming. Das ist natürlich super. Das Problem aktuell ist, dass ich natürlich nicht weiß, wie lange das noch gut geht. Weil es natürlich sein kann, dass unser Schattenreich irgendwann mal zerfällt, zerbricht, glaube ich. Und wenn wir Pech haben, kommt da sogar noch eine feindliche Spezies daraus. Das wäre natürlich sehr uncool. Die haben ja gar nichts mehr. Die sind ja komplett unterworfen, ne? Die existieren quasi nur noch auf dem Papier. Was sind das hier? Kugelblitz Containment Silo. Interessant, auch wenn ich jetzt aktuell eher mir wünschen würde, dass wir Gateway Travel mal erforschen würden. Aber gut, das wird noch ein bisschen dauern, so wie es ausschaut. Was ist hier los? Irgendwas wird engaged. Senate ist eine neue Session. Oh. Minor Military Sanctions. Da bin ich dagegen. Mit Naval Capacity minus 10%. Diplomatic Weight von Fleet Power minus 20%. Das ist richtig schlecht. Wir haben keine Favors, die wir callen können. Ja, ganz toll. Ich habe auch zwei Envoys eigentlich schon. Bringt allerdings überhaupt nichts aus irgendwelchen Gründen. Ich hoffe, dass ich mehr dagegen schließen. Kann ich die bestechen? Offer Trade Deal, Support Independence. Sieht es nicht so aus auf den ersten Blick. Es wird nicht reichen. Es sind einige dagegen. Senat ist noch in Session. Kann ich die überzeugen? Kann ich mit euch was machen? Nicht auf den ersten Blick.
Schade. Machen wir weiter. Building Upkeep and District Upkeep reduced by 10%. Das ist sehr powerful. Senat ist eine Session. Ich hoffe, da schließen sich noch mehr dagegen an. Ich weiß jetzt leider nicht, wie ich hier call in favors. We have no favors to gain. Trade with an empire for favors to gain them. Warte mal, ich muss mit dem Empire traden? Wenn man auf a trade deal. Ah, favors, Tatsache. Warte mal, die geben mir ein Favor. Dafür gebe ich. Okay. Dafür gebe ich den. Keine Ahnung, alles Mögliche. Gut, die hassen mich aber aus irgendwelchen Gründen. Energy Credits. Sieht nicht gut aus für mich, was das angeht. Nee, da habe ich gar keine Chance. Ich glaube, das Problem ist, die mögen mich alle nicht. Ich weiß doch nicht warum. Ich kann mir das aktuell gar nicht erklären, warum die mich alle so hassen. Da müssen wir quasi hoffen, dass das so angenommen wird. So, die Schlacht hier haben wir gewonnen. Überrascht mich jetzt nicht. Da ist Fendir. Da ist eine Flotte, die ist aber neutral. Dann schicken wir unsere Transportflotte ebenfalls mal mit dorthin. Die dürfen dann bitte einmal direkt auf Fendir landen. Die dürfen das Ganze natürlich hier bombardieren. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich hier fast fertig. Ein Observation Posten, der ist mir aber egal. Der interessiert mich nicht wirklich weiter. Was ist hier? Da kommen Verstärkungsflotten. Ah, das ist wieder buggy. Ärgerlich. Bisschen schade eigentlich, dass es nicht wirklich funktioniert. Nenn ich die Selekten. Ich möchte euch alle auflösen, weil es ja nicht funktioniert mit euch. Gut, wir matchen euch jetzt erstmal. Machen wir Dispense. Achso. So. Ist jetzt natürlich ärgerlich. Crucible Points. Ich weiß nicht mal, was Gateway Travel eigentlich für einen. Okay, das ist total dumm, das brauchen wir gar nicht. Ich weiß nicht mal, was für Gateway Travel überhaupt für ein Forschungsbereich ist, gerade um ehrlich zu sein. Ich glaube, es müsste technisch sein, von der Logik her. Von der Logik her müsste es technisch sein. Und. Okay, das wird ein einfacher Sieg, auch wenn wir nur. Okay, das sind meine Warboard Armies. Alles cool. Die machen zusammen mit meinen Proteinkämpfern natürlich Kleinholz aus denen. Und dann würde ich sagen. Ja, die Flotte ist ein bisschen abgekämpft schon, aber die sollte normalerweise in der Lage sein, da problemlos auch hinzufliegen. Dann schicken wir die schon mal dorthin ins Ferragon-System. Da sind Piraten, oder ist das eine das ist eine Base, eine Piratenbasis. Logischerweise nutzen die das natürlich gleich aus. Oh, was ist denn da los? Ach, das sind unsere. Okay. Jetzt habe ich mir ganz kurz Gedanken gemacht, was hier los ist. Nein, das ist unsere eigene Flotte. Und dann sollten wir eigentlich auch in der Folge bereit sein, den Krieg auch wirklich zu beenden. Und wir müssen mal in ferner Zukunft gucken, ob wir vielleicht irgendwann mal in der Lage sind, die Holy Guardians anzugreifen, weil ich halt, wie gesagt, gerne die Gaia-Welten für mich hätte. Da gibt es ja in der Zwischenzeit gleich drei hier in dem Bereich. Eine da. Und da war noch irgendwo einer. Ich glaube, hier war noch einer in dem Ding. Ein Ancient Battlefield. Das habe ich ja schon gesehen. Quasi uralte Schiffe aus einer Zeit vor unserer Zeit. Und wir haben noch einen Ascension Perk. Schauen wir, was es Neues gibt. Da müsste es doch dadurch, dass wir die Shroud entdeckt haben, müsste was Neues geben. Trade Empire sind wir nicht. Die Avishenian. Muss ich schnell. Nein, okay, haben wir nichts Neues. Das ist auch interessant. Shared Histology, Executive, Galactic Contender, Grasp the Void. Nö. Okay, dann gibt es jetzt erstmal nicht. Dann lassen wir den jetzt tatsächlich erstmal offen. Weil es eigentlich. Jump Drive. Ist eine. Ist Dangerous Technology und eine Rare Technology. Aber das machen wir natürlich gleich mal. Was macht hier aktuell Sinn? Edict Diplomatic Weight, Society Research, Shipple Speed in einem Defensive War. Das wird wahrscheinlich eh nie passieren. Dann machen wir mal Naval Capacity. Kann man aktuell am meisten brauchen. Feindliche Flottenpräsenz. Aha. Das ist jetzt gerade blöd. Ich helfe nicht gerade meinen Feinden eigentlich. Aber dadurch, dass sie den Krieg verlieren werden, ist es eh relativ egal. Auch wenn ich hier ziemlich stark war, was auch immer das war. Da würde ich fast schon sagen, wie schaut es denn aus? Minus 74. Machen wir Status Quo. Komm, wir beenden den Krieg mit Status Quo. Und ja, man sieht, wir haben uns ganz leicht vergrößert. Schicken erstmal unsere Flotten alle wieder nach Hause.
Return Home. Return Home, und dann kann ich die nachher alle neu zuweisen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wir haben einige Planeten erobert. Das erste, was wir jetzt mal machen müssen, ist kurz wieder alle umbringen, die hier in unserem Weg stehen. Na gut, Roboter jetzt nicht, aber ihr zum Beispiel, ihr seid Undesirables und werdet exterminated. Genauso wie die, auch wenn es von denen gar nicht so viele gibt. Set Rights, ebenfalls Undesirables und Purge Type Extermination. Wir dulden nämlich keine anderen Spezies auf unserem Planeten. Und jede andere Spezies, die sich auf unserem Planeten befindet, muss leider eliminiert werden, so leid es mir tut. Ich mache das nicht freiwillig. Aber es geht leider nicht anders. Jetzt schauen wir kurz unsere Planeten an. Wir haben ja einige neue bekommen, glaube ich. Und zwar habe ich keine neuen Planeten bekommen. Hä? Echt jetzt? Nee, kann doch gar nicht sein. Continental, Continental, warte mal ganz kurz. Ich habe doch hier einige Regionen erobert. War da kein Planet dabei? Was ist hier? Alpha Hydri? Was ist das für ein Ding? Federation, ja, ist auch egal. Hä, habe ich hier keinen Planeten bekommen? Doch hier, Charish, das ist auch schon mal ein Planet. Ist eine Continental World. Auch relativ interessant, ne? Dass ich scheinbar alle Gebiete, die ich erobert habe. Nee, das kann doch gar nicht sein. Okay, eine Gaia World. Alles gut und schön. Continental World. Nee. Ich habe scheinbar echt nur Gebiete bekommen. Da ist eine Tomb World. Hier, da. Jetzt hat terraformen wir das Ganze mal zu einer. Gaia-Welt geht noch nicht, ne? Da habe ich doch irgendwas verpasst. Ocean World, ebenfalls Terraforming. So eine Continental World. Das passt ansonsten alles. Supi. Gut, dann haben wir den Krieg gewonnen. Und jetzt haben wir natürlich einen riesen Empire Sprawl. Das ist in der Zwischenzeit krass hohe Penalty-Kosten, die wir hier haben. Kurze Frage, kommt ihr zurück? Ja, ihr kommt zurück. Ascension Perk, wie gesagt, der ist frei. Das ist auch alles okay. Actuality, oh, wir sind hier im nächsten Punkt, Chapter 3, aber es wirklich, Excavation File ist, Deep below the surface, our excavation team stands inside a big hall, surrounded by thousands of cryopods. Ah, das sind also quasi, At first, Protein Force thought it to be a malfunction in her scanner after multiple repetitions and examination. We're now faced with even more questions. Why are some of the deceased... Ach, das sind unsere eigene Spezies teilweise. Also quasi, wir haben einen riesen Friedhof gefunden. Wieso kein Friedhof? Das war quasi eine riesen Kammer mit Kapseln, wo quasi Menschen oder Lebewesen konserviert wurden für die Zukunft. Und da ist etwas schiefgegangen und viele sind gestorben. Und viele von diesen, die da liegen, sind von unserer eigenen Spezies. How is this possible? Ja, und wir machen weiter. Chapter 3 läuft. Breakthrough-Chance ist bei 30%. Also relativ gut eigentlich. Schau mal. Skill-Bonus 10, Difficulty 4. Wie gesagt, wir haben ja mit unserem Proteinforscher auch einen ziemlich fähigen Kollegen am Start. Wichtig jetzt natürlich ist unter anderem, naja, gucken, dass wir unsere Planeten alle mal auf Ordnung kriegen. Machen ein paar Strongholds, gehen ein bisschen defensiv auch. Hier Bunker ausbauen, Military Academy, ein bisschen was auf Soldaten. Oh, wir haben Ich brauche einen Consumer Goods, sehe ich gerade. Und Consumer Goods kriegen wir mit Civilian Industries. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal überall Civilian Industries bauen, weil wir keine Consumer Goods mehr haben. Ich könnte weinen. Civilian Industries, minus 26. Hält sich, ja, es hält sich noch in Grenzen, ich weiß, ich weiß. Ja, okay. Kriegen wir schon wieder in den Griff. Notfalls kaufen wir halt was. Navy Capacity plus 30, ganz wichtig. Vor allem haben wir jetzt wieder ein ziemlich entspanntes Limit. Dadurch, dass wir natürlich auch ein bisschen gewachsen sind. Was ist das hier? Warte mal, was? Ach, das ist Shroud Tech. Shroud Techs will be unlocked by this research path. Das ist jetzt quasi diese ganze Shroud-Technologie, die wir bekommen haben, dadurch, dass wir das jetzt erforscht haben. Super, Minor Military Sanctions ist abgelehnt. Das wird keine Mehrheit finden. Und unsere archäologische Seite wurde vollständig erforscht. Bin ich mal gespannt. Unsere Scientists
haben 5 lebende Spezies gefunden, außer unseren eigenen. Irgendwelche komischen Spezies. One of the central computer's data memory. Wir haben also quasi Koordinaten zu einem, zu den Heimatsystemen der anderen Spezies gefunden. Und sollen es quasi verfolgen. Und wir haben jetzt das Dead Event Chain, also quasi, das ist quasi, wir haben jetzt quasi einen neuen Event Chain, und zwar die von diesen toten Spezies quasi. Breaching the Shroud, 20.000 Forschungspunkte. Machen wir das mal. Und das Horizon Signal, au. Oh. Echt? Oh, das ist ein relativ interessant eigentlich. Das ist ein relativ wichtiges Event auch, je nachdem. Da muss ich mal kurz hin. Ein Researcher bräuchten wir damit mal ganz kurz. Und zwar nehmen wir dafür Tyson. Research mal bitte das. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Das kann natürlich gut oder schlecht sein. Und das ist Origin of the Dead. Schauen wir, wo die liegen. 1, 2, 3. Die liegen alle bei mir? Oh, Tatsache, außer... Ah, guck mal. Da ist hier eine Flotte. Das sind Alien Vessels. Schwache Alien Vessels allerdings. Schicken wir gleich die Flotte rein. Kann sich da mal gemütlich auf den Weg hinmachen. Und in der Zwischenzeit, gute Frage, kann ich hier das erforschen? Kann ich nichts. Was muss ich denn dann hier machen? Muss ich einfach nur reinfliegen? Origins of the Dead, find out more. Of the other species found in the Cryo Chamber. Was ist denn jetzt los? Die Raiders, die wollen mich... Ach Gott. Hier kriegt er halt Mineralien oder irgend sowas. Maybe the planet. Also quasi die Planeten sind das. Aber jetzt ist natürlich die Frage. Welcher Planet hier zum Beispiel? Vokon 1 oder Vokon 2? Und wenn ja, wie kann ich dann quasi... Was kann ich hier machen? Was ist meine Aufgabe? Gasgigant. Nee, warte mal. Wie ist der Planet zum Beispiel hier? That Vokon may be the planet that one of the... Bla bla. Vokon. Das ist hier. Nee, Vokon V. Das ist Vokon V. Wo ist hier Vokon? Das ist kein Planet. Das ist ein... Ah nee, warte. Das ist einfach nur das System, ne? So, ganz normal. Ein Vokon gibt es hier nicht. Doch, Vokon 1A. Das ist allerdings auch nicht so wirklich. Okay, Walls. Ich glaube, dass ich hier einfach reinfliegen muss, oder? Weil ich bin mir sicher, wir werden es herausfinden, früher oder später. Auch auf alle Fälle weiter, vor allem eins, nämlich Civil Industries. Und wo sind meine Flotten eigentlich aktuell alle? Wo seid ihr? Da ist eine, dann schicken wir die mal dorthin. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das mit den Flotten machen oder ob ich da Forschungsschiffe hinschicken muss. Könnte ich auch mal Forschungsschiffe überall hinschicken. Also Construction-Schiffe schon mal nix. Wo ist denn das Forschungsschiff? Sein Schiff. Schau mal, er ist zum Beispiel auch hier in dem System. Ah, es bringt nichts. Oh Gott, nicht, dass das Event verbuggt ist. Was ist hier los? Ein Ausrufezeichen. Oder oh, fliegt nochmal raus und fliegt nochmal rein. Oder fliegen wir dorthin? Das müsste auch schon reichen. Impulse Thruster, Citadel. Nee, ach. Ich habe einfach kein Glück, was das aktuell angeht hier mit dem Erforschen. Ah, wir haben einen neuen Harmony Freight fertig. Build Speed increased und Build Cost decreased. Das ist nice. Arrival at the first coordinates. We have arrived at the first set of coordinates found in the ancient complex data store. Aha. Wo genau sind wir denn? Da sind wir. Research Time 90 Tage. Das ist so lang auf Forschungsschiffe. Jawohl. Dann research mal bitte das Projekt. Meine anderen Protoschiffe, genau, meine anderen Forschungsschiffe dürfen übrigens auch. Starship Graveyards. Wo sind denn meine ganzen Forschungsschiffe? Unten ist noch eins. Gehst mal dorthin. Und wo ist das Schiff? Auch am anderen Ende der Welt, ne? Geh mal dorthin und warte darauf, dass wir da hin können. So. Bin ich mal sehr gespannt, was da am Ende des Tages rauskommt. Ob wir da eine wunderschöne kleine Neuigkeit eventuell entdecken. Oder sogar für uns nutzen können. Würde mich sehr, sehr freuen.
Genauso wie eine positive Bewertung übrigens, würde mich auch sehr freuen. Was ist hier eigentlich los? Wir haben schon wieder keine Exotic Guesses. Das kann doch nicht sein. Können wir schon wieder keine Exotic Guesses haben. Ich kann auch irgendwas bauen. And after days of being locked in a hypnotic trance, könnt ihr euch selber durchlesen. Das ist quasi auf Deutsch kurz übersetzt. Wir sind jetzt quasi in der Shroud. Könnt ihr die Shroud reachen. Das kostet uns erstmal 1000 Energy Credits. We have found a tiny space within the Shroud that has a concentration of psionic energy. So, there are three individuals. Wir sagen Rushy Boy. Rushy Boy hat nun den Chosen Trade. Super, Rushy Boy. Ich bin stolz auf dich. Jetzt müsste ich nur wissen, was genau für eine Aufgabe er hatte. Risk of Technology. Die waren also sehr, sehr advanced, sehr, sehr fortschrittlich. Aber eben aufgrund des Fortschrittes, den sie hatten, sind sie quasi gestorben. Kurze Frage, wo ist jetzt das, was ich brauche, um synthetische Energie zu machen? Special Project complete. Ihr müsst doch etwas geben. Ah, hier, Exotic Gases, das brauche ich. So, dann ist natürlich nur noch die Frage, du bist hier fertig, ne? Wo sind die anderen Events? Da ist noch ein Event. Barren World. Special Project complete. Oh, the Horizon Signal, Gravity is Desire. Science Officer Tyson reports that the signal was unexpectedly easy to decipher. We'll have some applications. Begins the warm and waiting signal's event chain. Machen wir das doch mal. Darkness, Light, Darkness. Ich dachte, ihr dürftet das gerne durchlesen. Und wir schauen, wie sich das weiterentwickelt, das Ganze. Ich meine, ich kenne das meiste ja schon. Deswegen. Die Imakera Hive hat den Tri-Confederated Planets den Krieg erklärt. Das sind die da. Und der Imakera Hive ist die da. Die beiden battlen wieder miteinander. Dürfen sie gerne machen. Was haben die so einheitentechnisch? Naja, das wären schon ein paar interessante Schlachten. Ja, die sind nicht so schwach. Also, die könnten sicherlich eine Flotte von mir zerstören. Resources from Jobs, minus 25. Echt, warum? Ach, weil ich keine Exotic Gases habe. Meine Güte, ja, halt doch nicht so rum. Ich baue doch schon. Ich tue doch schon, was ich kann. Gas Extraction. Gas Extraction, wo ist hier Gas Extraction? Oder Gas Refineries, was auch immer. Irgendjemand claimt meine Gebiete, was? Dass jemand Kera half, claimt meine Gebiete, seid ihr dumm? Und wir haben eine neue, einen neuen exotischen half, eine neue Austreibungsstätte gefunden. Wen weisen wir denn dazu? Ach, das ist außerhalb meines Empires. Das ist aber blöd. Das ist aber doofi-doof. Aber gut, da weiß ich Bescheid. Also hier Exotic Gas Refineries. Hoffen wir mal, das reicht dann irgendwann mal. Und Arrival at the Third Coordinates. To a frozen world covered by a kilometer thick ice shield. Interesting. Auf Deutsch gesagt. Achso, eine Flotte zu schicken langt auch, oder was? Ich verstehe. Gut, dann gehst du mal hierher und erforscht das Ganze. Bitte Research Projects hier. Schaut dann aktuell aus. Origins of the Dead, das haben wir schon fertig. Nee. Warte mal, finish es hier. Bla bla. Warum erforscht das keiner? Wofür habe ich euch eigentlich alle, wenn hier keiner was arbeitet? Das kann doch nicht sein, Research Projects. Ne, warte mal, da schicke ich doch gerade einen hin. Glaube ich. Egal. Wir erforschen weiter. In dem Fall dann ein Habitat. Vielleicht baue ich irgendwann Habitats. Und jetzt haben wir dann Jump Drive Travel irgendwas freigeschaltet. Eine sehr, 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 sehr starke Forschung. Dark Matter Reactor ist natürlich nice. Aber ich glaube, wir gehen erstmal lieber mit ein bisschen mehr Physics Research. Vor allem, da wir jetzt aktuell so wenig Forschungspunkte kriegen, weil unser Empire Sprawl dann doch schon immens hoch ist. Special Project complete. Und an Unbidden Guests, die Solina Surface is a lifeless wasteland. There is barely anything to find. Or sein Hermit. Er hat 100 Experience bekommen. Ja, ansonsten nicht viel Interessantes. Jetzt sind wir bei den zweiten Koordinaten gelandet. Das ist natürlich hier direkt im größten Schlamasselland der Welt.
Und dann müssten wir eigentlich schon fast durch sein mit dem Ganzen. Bin ich mal gespannt, was aus der Geschichte rauskommt. Die kenne ich zum Beispiel noch nicht. Diesen Event-Chain. Da bin ich mal gespannt, was das Ende vom Lied ist bei dieser Geschichte. Na gut, das wird noch Research. Und dann fehlt ja nur noch eins, glaube ich, ne? Nee. Hä, ich habe da schon... Oder muss ich das öfter erforschen? Ja, Cosmic Impact. Die wurden quasi durch eine kosmische Explosion oder was auch immer zerstört. Traurig eigentlich, wenn ich das mal so sagen darf. Aber so ist das Leben halt. Oder auch der Tod. Unvorhersehbar, unberechenbar. Kommt immer dann, wenn man ihn am wenigsten erwartet und auch am wenigsten braucht. Und das weiß ich nicht, ob ich das erforschen kann aktuell. Es geht doch, okay, gut. Und dann würde ich eigentlich fast schon sagen, was ist denn hier los? Science Division Report Success. Was ist denn das jetzt hier für ein Ding? Du hau mal ab hier, ey. The Horizon Signal Reprise und Unity Ambitions. Naja, das sind natürlich die Dinger. Insult Efficiency. Quasi, wenn ich die Leute beleidige, ist etwas effizienter. Und das Horizon Signal ist jetzt bei Reprise. Das schwarze Loch ist wieder aktiv. Und wir können jetzt, glaube ich, jemanden reinschicken. Protein Boy. So soll er gehen. So leid es mir tut. So schwer es mir auch fällt. Ich möchte ihn natürlich nicht schicken, aber wir müssen es machen. Strange Crystals. Ja, das ist dieses andere Special-Projekt. Das Problem ist jetzt, wie soll ich das erforschen? Schick mal die Flotte dahin. Und Terraforming ist fertig. Super. Dies ist auch eine wunderbare Continental World. Mastery Terraforming. Piety, Stability and Happiness, Amenities, Immigration Pool, Happiness, Max Agree. Ach, das ist ein richtiges Nice Thinking eigentlich, dieser Planet. Wenn er doch nur noch ein bisschen größer wäre. Und das Horizon Signal, wir sind durch. This is horrible. This is regrettable. This is fascinating. Das Schiff ist verschwunden. Und mit ihm auch unser Proteinboy, glaube ich. Was ist denn hier los? Achso, wir greifen jetzt dieses Schiff an, Gott sei Dank. Hier diese hässliche Amöbe da, oder was das sein soll. Mach sie mal weg hier. Okay, sie kriegt keinen Schaden. Hallo? Hallo? Ah, jetzt hat er. Wollte schon sagen. Ist mit dem Ding hier falsch. Und dann gehst du da bitte dorthin und tust das Ding gleich researchen, sobald das Ding irgendwann mal kaputt ist. Dankeschön. Research Projects sind da. Das andere wird auch erforscht. Was ist jetzt eigentlich mit meinem Proteinschiff? Mein Leader ist weg. A Death and Fire. Ist normal, bla bla. Ja, die haben sich quasi auch selber zerstört. Ja, ich habe gerade meinen. Mein Krabby Boy verloren. Mein Proteus. Mein Protein Boy. Der ist weg. Den gibt's nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch lauter fähige Boys wegen Psionic. Machen wir das hier. Ihn umbenennen in Never Forget oder Protein Boy 2. Das ist natürlich ein unfähiger Dude, dauert natürlich 1000 Jahre, bis der wieder irgendwas kann. Aber die Legacy of Protein Boy geht weiter. Um jeden Preis. Independent Guarantee, ja, ja, macht doch was ihr wollt. Wie schaut es eigentlich so stärketechnisch aktuell aus im Universum? Wir haben jetzt eigentlich kaum noch aufgerüstet. Aber es sieht relativ gut aus. Sie sind alle... Oh. Oh. Aha, die Hegemony of O-Club ist tatsächlich gleich stark wie ich. Das ist jetzt doch mal interessant. Die sind komplett ausgeglichen mit uns. Wo habt denn ihre Heimatwelt? Ha. Es ist relativ interessant. Die sind auch deutlich kleiner wie wir eigentlich. Aber sind trotz allem gleich stark. Das musst du auch erstmal schaffen. Tut denn ihr eigentlich in der Zwischenzeit auch mal... Jawohl, das wird der Research. Das ist das Letzte, was noch fehlt. Die Strange Crystals. It remains unclear why the crystalline entity chose this planet to be its host. Ach, das ist quasi eine Krankheit gewesen. Interessant. Und even more questions. Haben wir noch mehr Fragen? Nachdem wir das Ganze gefinisht haben, haben wir fast keinerlei weitere Informationen über die Pläne, die es gab. Über dieses Gebäude, was wir da ausgegraben und gefunden haben. Weil es gibt nichts und niemand, der noch lebt. Es gibt halt nur noch mehr Fragen. Warum hat die Spezies denen nicht geholfen?
Warum haben sie versucht, diese Spezies zu helfen? Das endet mit Fragen. Ohne Antworten. Schade eigentlich, ne? Aber so ist es halt. Man findet nicht immer sofort überall seine Antworten. Abandoned Terraforming Project. Resume Process. Dismantle Equipment. Wir machen das mal nebenbei. Tun da mal irgendwas mit Terraforming nachmachen. Das müssen wir unterstützen. Du könntest hier übrigens gleich mal das System surveyen. Dann. Ups, was ist denn jetzt los? The aborted Terraforming Process in Hisar Prime has finally been completed. Okay. Und ich werde jetzt angegriffen von irgendwelchen Deformed Creatures. Die sind nicht so stark. Warte mal, jetzt könnte ich sogar gewinnen. Ich glaube, das gewinnen wir sogar. Kann ich noch schnell einen General zuweisen? Nee. Ah, fuck, nee, wir verlieren. Entschuldigung, ich habe nicht fuck gesagt. Boah, der Ding am anderen Ende der Welt. Habe ich nicht mal. Oh Gott. Transportfleet 9. Gott, das dauert 100 Jahre, bis die da unten sind. So viel zu dem Thema. Oh, Citadel. Dann können wir quasi unsere Festungen, die wichtigsten Festungen, zur maximalen Stufe upgraden. Wir sind auch in der Zwischenzeit wieder positiv bei Consumer Goods, wenn auch nicht viel, aber ein bisschen was. Edictoration. Ja, das ist mir, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt habe ich das echt verloren, ey. Echt eine Schande. Gibt es noch irgendwas, was ich hier machen kann eigentlich, ganz nebenbei erwähnt? Nee, da gibt es nichts Interessantes. Auch nichts Interessantes. Nee, wir sind aktuell durch, mehr oder weniger. The Ring Station. Da muss ich irgendwas machen. Boah, aber ein Scientist. Achso, nee, war außerhalb meines Gebiets. Nee, fast schon. Alles gut, ich bin dumm. Und dann mit der Erkenntnis, dass ich dumm bin, mit dieser wunderbaren Erkenntnis, würde ich auch fast sagen, dass ich hier irgendwie gucken muss, wie wir das möglichst sinnvoll anstellen. Die Base ist nicht dumm. Die tun wir schon mal upgraden. Da würde ich sagen, Deep Base zu upgraden. Das ist quasi genauso wie Deep Base, wobei die ist eigentlich schon ideal. Mal eine 3-Defense-Plattform mit hinbauen. Die alle mal upgraden. 1-2 mehr mit hin. Oh. Und das Horizon-Signal kehrt wieder. Und wir sollen wieder irgendwas machen, irgendwas reinschicken. Rushy Boy soll hingeschickt werden. Wir schicken Rushy Boy rein. Wir opfern gerade all unsere Männer, ne? Ich glaube, Rushy Boy hatte seine eigene Flotte, genau. Dann würde ich sagen, Lobotrinis ist nicht der. Wir benennen ihn um natürlich in Rushy Boy. Ich glaube, das ist schon der dritte, ne? Da haben wir schon. ein paar Rushys verloren. Dieser Kampagne. Ja, schade. Aber so ist das Loch. Wir schicken natürlich dem Loch, was es will. Die Krabbe und das Loch arbeiten zusammen. Und mit dieser wunderschönen Aussage, mit dieser Weisheit des Tages. Oh. Where the end comes from. Tech plus. Wir haben also quasi plus 10% für irgendeine Research-Option. Das interessiert mich jetzt ganz kurz. Kurz bei Forschung gucken. Und zwar war es hier. Was ist denn? Was ist das hier? Omega Theory? Ich glaube, das war Disney. Jawohl. Die Omega-Technologie. Das interessiert mich jetzt schon ein bisschen. Aber noch nicht diese Folge. Nicht ab nächster Folge. Danke fürs Zuschauen. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir kommen auch langsam in die Region, wo dann die Late-Game-Crisis irgendwann anfangen müsste. Bin ich auch schon sehr gespannt, was das ist. Natürlich die Zwiefern Guardians sind auch noch ein Gebiet. Quasi eine Spezies, die uns interessiert, die wir angreifen möchten. Und na, last but not least. Natürlich haben wir auch neue Feinde, wie ich gesehen habe, mit der Hegemony of Aklab, die genauso stark sind wie wir. Bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Zu Stellaris. Macht's gut. Tschüss.